Leute, willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Erstmal schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, liebe Leute, mit mir, eurem Lieblings-Lars. Ja, hey, das ist voll der coole Anfang, Lieblings-Lars. Ey, das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. So, aber nicht so viel gequatscht, Leute, denn ich habe euch heute eine richtig, richtig coole Minecraft-Map rausgesucht. Das ist eine Minecraft-Redstone-Map der Extravaganz, Leute. Es ist einfach unglaublich. Ihr werdet das gleich selbst sehen. Das ist einfach die größte, beste Minecraft-Redstone-Map, die ihr jemals gesehen habt. Und zwar, liebe Leute, ist das nämlich alles in einem kleinen Dirt-Haus gebaut, ja? Es ist richtig, richtig, richtig lustig und richtig, richtig, richtig cool. Okay, ich sollte das einfach lassen. So, und zwar würde ich mal sagen, wir begeben uns jetzt einfach mal in Richtung dieses Hauses, ja, liebe Leute? Denn dieses Haus ist einfach unglaublich. Habe ich euch nicht zu viel versprochen. Dieses Haus ist das wohl größte, beste Minecraft Dirt House, was ihr jemals gesehen habt, ja? Glaubt mir mal, Leute. So, ich würde mal sagen, wir gucken uns das ganze Haus jetzt mal ein bisschen von außen an. Naku, was geht ab? So, schlenderst du hier auch so ein bisschen rum, ja? Ich wollte mir ja gerade mit meinen Zuschauern hier ein bisschen dieses Haus angucken, ja? Hier haben wir auf jeden Fall eine wunderschöne Tür. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal von außen an. Das Ganze wurde gebaut von Euclides, liebe Leute. So, wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal ein bisschen von außen an. Und zwar haben wir jetzt hier... Lol, habt ihr das gerade gehört? Hier fährt doch irgendwie ein Dings lang, oder? Hier fährt ein Minecart. Okay, hier fährt ein Minecart, Leute. Also, wir werden dem Ganzen gleich mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Und zwar haben wir jetzt hier so wunderschöne Pflanzen, die hier hingebaut wurden. Das Ganze auf Anvils, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr atemberaubend, muss ich sagen. Dann haben wir hier... Dann sehen Sie hier das aerodynamischste Dach, was Sie jemals gesehen haben in Minecraft. Und zwar, Leute, da drauf sind sogar nochmal extra zur Verfeinerung ein paar Pflanzen, damit diese Photosynthese stattfinden kann. In diesem Haus. In diesem Haus. Es ist unglaublich. Alter, ich laber so einen Quatsch, ja. Dann haben wir hier einen Pool, der selbst beheizbar ist, ja. Dieser komplette Pool beheizt sich einfach von selbst, ja, mit den Pilzblöcken. Denn, Leute, ihr müsst wissen, Pilzblöcke werden schneller warm als normale Blöcke, ja. Und dadurch wird dann dieser schöne Pool hier einfach aufgeheizt. Im Winter kann man da draußen auch eine wunderschöne Schlittschuhbahn machen, aber im Sommer ist das Ganze ja auch ein wunderschöner, geheizter Pool. So, dann würde ich mal sagen, Leute, zeige ich euch etwas, was ihr alle noch nicht wusstet, ja. Ihr wusstet alle das noch komplett gar nicht, deswegen werde ich euch das jetzt zeigen. Und zwar, wie man ein ganz besonderes Minecraft-Holzschwert craftet. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man ein Minecraft-Holzschwert craftet mit eigenen Händen. Ja, nicht mit eigenen Füßen, sondern mit eigenen Händen werde ich euch zeigen, wie man das... Oh nein! Hä? Hey! Hä? Hallo? Irgendwas? Wo ist mein Schwert hin? Irgendwie ist es da gerade verschwunden, Leute. Gib mir mein Schwert! Gib es mir her! Oh, hä? Leute? Da gibt's hier... Ist es normal? Soll das so passieren? Hä? Hä? Oha! Leute? Das ist nicht alles, was ich... Hä? Warum geht's hier runter? Ich check grad gar nichts. Das ist doch... Das ist doch das aerodynamischste Minecraft Redstone Haus, was ich jemals gesehen habe, oder was einfach mega, mega cool ist. Und Leute, warum rieche ich auf einmal so schnell? Hä? Hier geht's einfach nach unten. Voll cool. Nein, Spaß, Leute, das wusste ich natürlich, aber irgendwie hat dieser Pistendingsbums hier schon wieder nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Jedenfalls sind wir jetzt hier in dem eigentlichen, richtigen Redstone Dirt House, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ja? Es ist tatsächlich ein Redstone Dirt House, denn das Ganze befindet sich hier nämlich unterhalb der Erde, nämlich unter der Erde in dem Dirt halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und, Leute, wir haben auf jeden Fall wieder ganz, ganz viele tolle Knöpfe, die wir hier drücken können. Und da habe ich nämlich richtig, richtig Bock drauf. Und zwar drücken wir jetzt einfach mal den Knopf. Es passiert gar nichts. Wow. Es passiert absolut nichts, wenn ich das hier drücke. Es ist der absolute Hammer, Leute. Habe ich euch nicht so viel versprochen. Das wohl beste Minecraft Dirt House, was ihr jemals gesehen habt. Oder wahrscheinlich auch das einzige Minecraft Dirt House, was ihr gesehen habt. So, dementsprechend, Leute, haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen wunderschönen Wasserfall. Da können wir, glaube ich, hier mal uns gleich ein bisschen umschauen, was hier das Ganze so auf sich hat. Hier passiert halt einfach absolut gar nichts. Aber ich glaube mal, hier sind nämlich so zwei kleine Bilderchen abgebildet. Ja, und dann drücke ich einfach mal den hier. Okay, dann hört der Dispenser auf zu fließen. Aber da denke ich mal, wollen wir ein bisschen Atmosphäre hier reinbringen, Leute. Und deswegen lassen wir das Ding einfach mal an. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach hier mal den Pisten und schauen, was passiert. Und hier geht tatsächlich, wer hätte es gedacht, eine wunderschöne Tür auf, ja. Diese Tür führt uns dann hier ein bisschen weiter. Hier sind dann so, diese komischen Blöcke. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, ja. Die sorgen dafür, dass hier die Türen auf und zu gehen wieder, ja, da machen wir hier so, zack, machen wir die Türen natürlich wieder zu, Leute, weil es könnte natürlich ein bisschen hier eventuell kalt werden drinnen, ja, weil wir heizen ja nicht wie die Katz. So, dann öffnen wir hier die nächste Tür, liebe Leute, dann sind wir jetzt hier,
Was für ein Fail. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Mach ich wieder zu. So, ich wollte eigentlich da lang laufen. Dann öffnen wir jetzt hier die nächste Tür. Ich bin gerade einmal wieder zurückgegangen, weil ich das irgendwie nicht gecheckt habe. Wer von euch hat das gesehen? Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, dann sind wir jetzt hier in dem eigentlichen richtig coolen, mega krassen, übercoolen Raum, Leute. Da haben wir jetzt übrigens hier ein Bett, mit dem wir uns dann hier einfach mal reinlegen können. Aber wir können ja jetzt gerade nicht schlafen, weil es noch Tag ist und sowas, Leute. Aber ich schlafe auch manchmal einfach tagsüber. Ja. Dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich diesen Hebel hier umlege. Ah, dann, als ob, okay, ich weiß zwar nicht, was es jetzt gerade auf sich hatte, aber ich glaube, dass wenn man das anschaltet oder sowas, dass sich dann Tag und Nacht verändert oder sowas, keine Ahnung, hinter dem Bild ist jetzt halt nichts, dann haben wir jetzt hier nochmal so zwei Köpfe, soll das Kuchen darstellen, ah nee, das sind Kerzen, oha, das sollen Kerzen sein, mega cool, dann haben wir jetzt hier alle nötigen Tools, Leute, die wir benötigen, halt die ganzen Diamond Tools, dann haben wir nochmal eine wunderschöne Diamond Armor, haben wir jetzt hier nochmal, die hängt hier so ein bisschen, die hängt hier ein bisschen ab, Leute, ja, finde ich auf jeden Fall mega cool, hier passiert gar nichts, wenn ich die Knöpfe drücke an alle Leute, dann machen wir jetzt hier einfach mal wieder die Tür zu, wie kommen wir wieder zurück? Ich bin gefangen! Oh nein! Wie geht das hier wieder zurück? Och Mann! Oh, okay, egal. So, was passiert, wenn ich hier drücke? Oh, dann wechselt sich hier die Armor. Oha, mega nice. Dann haben wir jetzt hier mal eine Diamond Armor. Dann haben wir jetzt hier mal wieder eine Gold Armor. Dann haben wir jetzt hier mal wieder eine Iron Armor. Dann haben wir jetzt hier mal wieder eine Diamond Armor. Mega, mega fresh, Leute. Ihr wisst, ich liebe es irgendwie so Redstone Maps zu zeigen, weil da kann man irgendwie so voll viele coole Sachen sehen oder sowas, ja? Wenn ihr Bock auf mehr habt, Leute, lasst es mich doch einfach mal unten in den Kommentaren wissen. Und da gebt mal einfach einen Daumen nach oben, Leute. Seid nicht so faul, gebt einfach mal einen Daumen nach oben, ja? Dann schauen wir jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich hier drücke. Als ob da jetzt nochmal eine Tür aufgeht. Oh mein Gott, da will ich auf jeden Fall weiterschauen. Alter, Junge, wie geil. Guckt euch das mal an. Hier geht einfach so, oha, oha, oha. Alter, mega nice, mega gutes Versteck. Richtig, richtig gutes Versteck. Wenn ich es nicht vergessen sollte, gucken wir uns das Ganze gleich nochmal ein bisschen im Game Mode 3 an und schauen uns ein bisschen Redstone-Schaltungen an. Ja, an alle Leute, die das interessiert. Dann, lol, Alter. Oh mein Gott, weiß, dann gelb, grün, blau, blau und dann kommt hier rot und dann kommt hier hellblau und orange. Alter, Leute, Alter, richtig, richtig cool. Das ist jetzt die erste Schaltung, die ich sehe, die so funktioniert hat, weil das letzte Mal hatte ich ja schon mal so eine Map vorgestellt. Da hat das Ganze irgendwie nicht so geklappt, ja. Aber lass einfach mal ein bisschen weiter gucken. Hier ist diese Tür der Macht, Leute. Das ist richtig geil. Guckt euch das mal an. Zack und zack. Und dann können wir hier einfach durchjingeln, Leute. Dann laufen wir jetzt hier einfach mal durch und schauen, was sich hier dahinter befindet. Leute, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Star Wars hier mit dem Ganzen, mit diesen Durchgängen und sowas, so im Flug, in so Raumschiffen oder sonstiges. Oh, jetzt geht's hier nach unten. Oh, okay, okay, okay. Ah, okay, und dann fährt das hier dann anscheinend wieder nach oben. Oder holt das Ding hier wieder runter. Ich weiß es nicht. Aber, Alter, das ist so ultra, ultra, ultra cool, Mann. Das ist so richtig cool. Warum hat das denn am Eingang nicht funktioniert? Ich verstehe es nicht. Hier funktioniert doch alles. Keine Ahnung, warum das am Eingang schon wieder nicht geklappt hat. Leute, hier geht's einfach noch weiter. Wie geil ist denn das? Guckt euch das hier mal an. Es ist so ultra, ultra, ultra cool. Da drin haben wir jetzt nochmal diese Blöcke. Mann, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich will das jetzt wissen. Wie heißen die denn? Die Terrakotta-Blöcke. Natürlich, Leute. Bitte nicht hauen. Mir ist gerade einfach der Name nicht eingefallen. Terrakotta ist aber auch so voll der komische Name für Blöcke. Dann haben wir unten, Leute, die absolut krank coolste Halle, finde ich, die man in einem Redstone-Haus überhaupt haben kann. Guckt euch mal an, wie cool diese Halle hier drin aussieht. Das ist so eine... Alter, wenn man sowas in Survival gebaut hat, Leute, Hut ab. Oh mein Gott, hier geht's sogar noch weiter. Hier geht's sogar noch weiter. Ultra cool, warte, aber wir schauen uns jetzt erst nochmal ein bisschen diese Halle hier genauer an, Leute. Hier haben wir einen Itemspender, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Ganze kennen wir ja schon aus meinem größten Redstone-Haus, ne? Aus dem Minecraft-größtes Redstone-Haus. Ich blende euch das oben rechts nochmal ein. Das habe ich auch hier vor kurzem ja gebracht. Dann haben wir hier Anvil, dann haben wir nochmal eine Chest. Was passiert, wenn ich da drücke? Oh, da. Ah, guck mal, dann geht hier irgendwie so ein Dings auf. Und anscheinend kommt dann da irgendwie so ein Minecart oder sowas rausgefahren. Hier haben wir nochmal die wunderschönen Terrakotta-Blöcke zur Verzierung oder sowas, nehme ich mal an. Dann können wir hier halt, die, wow. Okay. Okay. Oh. Oh, ja, genau. Und dann wird das dann wieder weggeschoben oder was? Alter, Leute, ich pack es nicht. Geht es dann hier wieder auf? Ja, als ob, wie geil. Wenn ich dann hier drücke... Dann geht es wieder zu, dann kommt jetzt hier einfach ein Minecart vorgefahren, Leute. Mit einer ganz schönen Menge Holz. Wow, also wirklich, das begeistert mich gerade mega.
Das begeistert mich gerade wirklich extrem. Hier haben wir auch auf jeden Fall nochmal eine Menge Chests, Leute. Können wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen, hier das Ganze. Hier haben wir dann Dirt, Iron. Oh. Füllt es sich von selbst auf? Bin mir gerade nicht so sicher. Egal. Auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen, die wir hier eventuell gebrauchen können. Hier haben wir jetzt Dispenser und sonstiges. Warte mal. Wer hat das Licht ausgemacht? Kann man was sehen? Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, Leute. Warte, ich mach mir mal Night Vision. Night. So, Sekunde. So, machen wir jetzt hier mal kurz Night Vision. Dann drücken wir das Ganze jetzt nochmal. Hier kommen die ganzen Blöcke raus. Die fallen runter. Okay. Als ob. LOL. Die werden sozusagen wie so zerkleinert oder sowas, Leute. Und kommen dann von da oben einfach. LOL. Einfach nur mega, mega geil. Richtig, richtig cool. Die werden wie so klein gehäckselt oder sowas. Keine Ahnung, Leute. Und dann kommt... Alter, ich bin echt begeistert. Ich bin gerade richtig hoch auf begeistert. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen im Game Mode 3 an, weil ich das letzte Mal ein bisschen vergessen hatte. Wie krass ist denn das hier bitte, Leute? Guckt euch mal einfach diese Redstone-Schaltung an. Wie heftig das ist. Ich kann gerade so eine Tür, die auf und zu geht, bauen, ja? Und das hier ist einfach so krass. Oh, guckt euch das mal an. Junge, 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 Junge. Übelst nice. Hut ab. Auf jeden Fall Hut ab an denjenigen, der das hier gecraftet hat oder beziehungsweise gebaut hat. Hier ist dann... Hier geht's sogar noch weiter. Wie komme ich hier runter? Warte mal, das will ich jetzt herausfinden. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oha. Ja, guck mal. Oh. Warte mal, gehen wir mal hier kurz aus dem Game Mode raus. Hier ist ein Knopf. Oh. Ja, als ob. Junge. Jetzt hier mit dem Elevator runterfahren. Komm schon. Alter. Leute, ich pack es gerade gar nicht. Ich pack's gerade überhaupt nicht, wie ultra, ultra geil das hier gerade ist, Leute. Es ist einfach richtig. Richtig atemberaubend. Hier unten ist dann nochmal irgendwie wie so eine Art Dingsraum. So eine Art Gärtnerraum oder sowas in der Art, ja. Alter. Ey, ich bin die ganze Zeit so richtig excited von dem ganzen Zeug, Leute. Das macht mir auch übelst Spaß, euch so Maps zu zeigen. Das ist richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Hier unten ist jetzt nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Hier haben wir jetzt halt so unseren Garten und sowas. Der Garten der Liebe ist hier unten nochmal. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter, was sich hier mit dem Redstone und sonst, oder mit dem Redstone hier so auf sich hat, Leute. Ich muss wirklich sagen, ich feiere das gerade so mega tot, Alter. Es ist richtig, richtig, richtig geil. Es ist einfach ultra cool. So, ansonsten ist jetzt hier nicht mehr wirklich irgendwas, was ich hier schon nochmal zeigen kann mit der Redstone-Schaltung und sonstiges, Leute. Aber ich hoffe mal trotzdem, dass euch das Video hier gefallen hat. Ich bin richtig, richtig, ich bin wirklich gerade richtig so, ich bin richtig baff. Mir fällt gerade kein Wort mehr ein dazu. Ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr genauso Spaß an dieser Map hattet wie ich, würde ich doch mal sagen, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich freuen, Leute. Seid nicht so faul, lasst ein Like da. Und schreibt mal ein paar nette Kommentare in die Kommentare hier zu dem Ganzen, ob euch das Ganze gefallen hat oder sonstiges oder ob ihr mehr sehen wollt oder so weiter. Ich rede jetzt schon wieder zu viel, Leute. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Dieses Redstone House war auf jeden Fall richtig, richtig cool, obwohl es am Anfang ein bisschen dumm so gezeigt wurde und sowas. Aber trotzdem hoffe ich mal, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Tschüss.